Nein, falscher Ansatz. Ja, Blödsinn. Ich glaube, dass Zivilisationskrankheiten bei Hunden wie bei Menschen eigentlich mehr durch Überfütterung entstehen. An dieser Stelle sind sie beide eh unbelehrbar. Ja. Ja? Ja. Ne? Er will den bequemen Weg, ich sehe den aufwendigeren Weg, von dem ich aber auch der Meinung bin, dass es der bessere ist. Du gehst hin, sagst, ich ernähre meinen Hund gesund, artgerecht, weiß aber nicht, was der Schäfer oder wer auch immer mit seinen Schafen gemacht hat. Wenn der da nur die Chemie reinpumpt, Chemie, 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 da hast du gar keine Anteile drauf. Was ist denn, wenn dein Hund dann krank wird? Das ist dieser große Nachteil, den ich da sehe. Auch wenn du es direkt vom Erzeuger holst. Auch der Erzeuger will irgendwo Geld verdienen. Aber das kannst du beim Trockenfutter genauso wenig. Das kannst du auch bei Fertignahrungsmitteln. Nein, da rede ich mir nicht einer Sache zu. Ich weiß, dass im Trockenfutter nicht diese natürlichen Nährstoffe drin sind. Das weiß ich. Aber ein Hund kommt mit dem Trockenfutter sehr gut klar. Ich finde immer, man redet sich selber ein, dem Hund geht es besser. Das machen sehr viele. Diesen Eindruck hatte ich auch bei dir. Ja, mich gestern auch bei dir im Garten ziemlich erschrocken hat, ist, wie leichtsinnig du damit umgehst, dass er euren Garten beschützt. Denn am Gartenzaun machte der Hoferwart, der Hofwächter, seinem Namen alle Ehre. Wenn jetzt ein kleines Kind so vorbeigehen würde, dann könnte er ja auch eventuell ins Auge gehen. Kinder, die sind ja schon mal leicht neugierig mit den Fingern. Naja gut, ich glaube nicht, dass ein kleines Kind da durchgreifen würde, wenn hier ein bellender Hund am Zaun steht. Wir reden ja immerhin noch von Kindern. Kinder sind auch neugierig. Was machst du denn dann? Da muss ich dir natürlich recht geben. Also dem habe ich nicht viel entgegenzusetzen. Wir haben uns das auch schon überlegt, dass man da vielleicht noch einen zusätzlichen Schutz vormachen sollte. Aber wie lange habt ihr denn darüber überlegt, wenn ich fragen darf? Ja, eigentlich schon so lange. Da hast du recht. Also das finde ich persönlich sehr, sehr leichtsinnig.